wirklich tolle Weihnachtsgeschenke bekommen. Einmal diese Lupe, ein Wecker, dass ich nicht zu spät bin, wenn wieder Schule ist, aber ich habe ja Ferien. Und dann einmal hier diesen Stift mit Geheimtinte. Damit kann ich schreiben, was ich will und keiner kann es sehen. Tja, wenn die anderen nur wüssten, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Oh, so ein tolles Geschenk. Könnte ich wirklich den ganzen Tag mitspielen oder den ganzen Abend. Mache ich aber nicht. Jetzt ist es Zeit für Minecraft natürlich. Oh Mann, da ist eine neue Map. Die will ich auf jeden Fall zocken. Und vielleicht Roblox danach. Julian, na, wie läuft's denn mit deinen Geschenken? Warum bist du denn schon wieder am Tablet? Och Julian, der Weihnachtsmann hat dir doch extra Geschenke gebracht zu Weihnachten. Eine Lupe, die Geheimtinte, hast du schon vergessen? Ja, ist ja gut. Ich hab's doch auch benutzt. Ich meine, du brauchst dich gar nicht beschweren. Ich wollte jetzt nur ein bisschen Minecraft und Roblox spielen und das war's. Und wer sagt denn, dass ich das nicht benutzt habe? Ich habe schon damit gespielt. Ich habe auch schon was aufgeschrieben. Und wenn du das sehen möchtest, dann musst du das über eine Heizung oder so halten. Na gut, dann schaue ich mal, was mein kleiner Meister hier gemacht hat. Ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, auf eine Heizung oder so. Und nach 5 Minuten kannst du dann sehen, was da steht. Hm, also ich frage mich gerade, was hatte ich denn da nochmal aufgeschrieben? Irgendwas mit Mama. Julian, wir müssen ein ernstes Wörtchen miteinander... Oh, mir fällt es wieder ein. Oh nein! Kannst du mir bitte mal sagen, was du da aufgeschrieben hast auf dem Zettel mit der Geheimtinte? Ey, Mama, also das war doch Geheimtinte und wie hast du... Oh nein, hätte ich dir nicht den Tipp gegeben mit der Heizung. Ja, sorry, tut mir leid, wollte ich nicht schreiben, so ist das nicht gemeint. Julian, mir ist es egal, was du da drauf geschrieben hast. Mir geht's vielmehr darum, wie du es geschrieben hast. Nervt schreibt man doch nicht mit F, sondern mit nee? V. Okay. Und Mama, du regst dich jetzt wirklich über den Rechtschreibfehler auf und nicht das, was, also dass ich Mama nervt geschrieben habe, ne? Nein, Julian, darüber rege ich mich nicht auf, aber achte mal besser auf deine Rechtschreibung. Ist ja gut. Ab ins Bett. Ist ja gut, ich leg mich schon hin, noch eine Runde Roblox und dann ist Feierabend. Ist in Ordnung. Gute Nacht. So, also mit der Geheimtinte muss ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Das darf keiner sehen. So, und jetzt leg ich mich hin. Ich hab ja morgen auch einen freien Tag. Ja, ist ja noch Weihnachten und ich hab ja noch Ferien. Hey, hey, ich versuch hier in Ruhe zu schlafen. Was ist das denn? Das ist Ruhestörung. Hallo, es ist nachts. Was ist denn da draußen los? Da klopft doch irgendwas und... Hallo, bisschen ruhiger, ne? Aber vor der Tür sehe ich jetzt gerade gar nichts. Also bei uns ist das nicht. Vielleicht da hinten irgendwo... Oh, ist das laut. So kann man ja nicht schlafen. Also ich muss mich darum kümmern. Das scheint hier irgendwo draußen zu sein. So kann ich nicht schlafen, sorry. Das kann doch nicht sein. Da sind wir auf dem Weg nach Hause zum Nordpol. Und was passiert da? Natürlich geht hier irgendwas am Schlitten kaputt. Und was machst du eigentlich? Ja, tut mir leid, Weihnachtsmann, aber ich habe eine Ausbildung als Geschenkeentpacker und nicht als Schlittenreparierer. Oh, jetzt muss ich auch noch Weihnachtselfen für sowas einstellen, oder wie? Ich bin sowieso schon knapp bei Kasse. Oh nein, wir bleiben hier für immer. Oh, ich verstehe auch nicht, wie dieses Teil hier kaputt gehen konnte. Und das kriegen wir jetzt nicht mehr ran, oder wie ist das? Weiß ich auch nicht. Also das bringt uns ja hier nicht weiter. Wir machen uns auf die Suche und versuchen irgendwas Gleiches zu finden. Dann müssen wir hier ganz schnell weg. Ich verstehe auch gar nicht, warum du den Feuerlöscher rausgeholt hast. Den brauchen wir doch Ach, gar jetzt nicht. Ach, noch beschweren. Ich dachte, irgendwas brennt hier. Aber nun gut, lass uns suchen. Ich meine, ich muss auch schnell nach Hause. Die Kekse werden sonst kalt. Und das kam doch irgendwo hier. Wo ist denn... Also, was machen denn hier Leute mitten in der Nacht? Oh Mann, was ist das denn? Ist das... Nein. Das ist doch der Schlitten vom Weihnachtsmann, oder nicht? Also, sieht zumindest aus. Ist das Rudolf davon? Und warum ist da ein Feuerlöscher? Hey, na du, alles klar? Ist dir kalt? Nein, bestimmt nicht, oder? Du bist doch so ein Wintertier. Was ist denn los? Oh, ich sehe schon, der Schlitten ist anscheinend kaputt. Hm, okay, also deswegen ist der Weihnachtsmann hier liegen geblieben oder was? Aber wo ist er denn? Oh, oh, wenn das der Schlitten vom Weihnachtsmann ist, dann hat er doch bestimmt noch Geschenke, aber... Oh nein, ist ja schon vorbei. Hat er schon wirklich all seine Geschenke jetzt verteilt? Doch, muss er ja. Oh, eigentlich, vielleicht ist der Weihnachtsmann auch schon weg. Ich muss diesen Schlitten reparieren und zurück zum Nordpol und dem Weihnachtsmann seinen Schlitten bringen. Ja, vielleicht gibt's dann noch ein Geschenk. Alleine schaffe ich das aber nicht, aber ich kenne da jemanden. Oh, Julian, musstest du mich echt mitten in der Nacht hier rausholen? Was ist denn passiert? Onkel Stefan, siehst du nicht? Das ist der Schlitten vom Weihnachtsmann und, naja, also Mama und Papa wissen auch Bescheid, dass ich draußen bin. Hm, wirklich, und wir müssen den Schlitten reparieren und dann ab zum Nordpol. Julian, ab zum Nordpol? Da habe ich eigentlich keine Zeit. Morgen kommen noch ein paar Verwandte zu Besuch. Also ich kann das jetzt reparieren, aber mehr auch nicht. Ja, ist ja gut, dann fliege ich halt alleine zum Nordpol. Aber bitte reparieren jetzt, ganz schnell. Julian, ich habe mir jetzt, gerade mal angesehen. Also, das kann ich nicht. Das geht über meinen Horizont hinaus. Ich habe jetzt aber eine Kollegin angerufen, die kommt vorbei. Oh, wir müssen uns beeilen. Also, ich verstehe auch gar nicht, wie der Weihnachtsmann jetzt zum Nordpol gekommen ist. Hat er mehrere Schlitten oder wie? Und wie sieht's aus? Kann ich zum Nordpol oder muss der Schlitten hier bleiben? Ich meine, hätte ich auch kein Problem mit. Kommt er bei mir ins Zimmer? Ach, ich denke, das wird kein allzu großes Problem sein. Diesen Fall hatten wir schon dieses Jahr mehrfach. Ein bisschen Spucke, ein bisschen Öl, dann ist das kein Problem. Also ein bisschen seltsam ist es ja schon. Letztes Jahr ist der Weihnachtsmann doch auch mit seinem Schlitten liegen geblieben. Vielleicht sollte er mal Geld investieren in einen neuen. Ach, letztes Jahr ist der Schlitten auch eingeblieben, aber nicht hier in Playmobil City, oder?
Nee, das war in Playmobil Country. Es scheint aber dasselbe Problem zu sein. Ist schon repariert. Ich glaube, es kann weitergehen. Na, dann wünsche ich jetzt noch eine gute Heimfahrt. Ich meine, einen guten Heimflug in dem Fall. Bis dann. Oh, klasse, super. Okay, dann fliege ich direkt mal zum Nordpol. Julian, und du bist ganz sicher, dass Mama und Papa Bescheid wissen? Onkel Stefan, ich bin Julian Vogel. Ich meine, würde ich lügen, wenn es jetzt um den Weihnachtsmann und Nordpol geht? Ganz bestimmt nicht. Los, auf geht's. Ich bin ganz ehrlich, beim nächsten Mal kommt jemand anderes mit. Also du bist mir gar keine Hilfe. Hey, Weihnachtsmann, wir haben ein ganz anderes Problem. Da versucht jemand, unseren Schlitten zu klauen. Wie bitte? Oh nein, ein Schlittendieb. Halt! Hey, stehen geblieben. Ich rufe sonst die Polizei. Hallo, Weihnachtsmann, ich flieg gerade zu dir. Weihnachtsmann, bist du hier? Stopp. Junger Mann, du bist doch der Julian Vogel, dich kenne ich doch. Was soll das hier mit meinem Schlitten? Oh, das war eine Vollbremse. Weihnachtsmann, ich wollte dir nur den Schlitten zurückbringen. Wir haben ihn auch repariert. Oh, wer es glaubt? Warte, wie sagst du gerade? Du hast den Schlitten repariert? Wie hast du das geschafft? Und würdest du gerne als Elf für mich arbeiten vielleicht? Oh, das wäre super, aber ich gehe noch zur Schule. Also ich glaube, das geht jetzt momentan nicht. Ja, wir haben es repariert. Der ADAC war da. Und Weihnachtsmann, das Problem hattest du letztes Jahr wohl auch schon. Also vielleicht mal einen neuen Schlitten holen, ha? Huh? Ach, da ist er ja, der Alte. Hey, ich bin's vom letzten Jahr. Ich habe den Schlitten wieder in Schuss gebracht. Siehst du, wären wir gleich auf die Idee gekommen, den ADAC zu rufen. Aber nein, wir haben uns ja selbst auf die Suche gemacht. Na ja, gut. Vielen Dank, junger Mann. Na gut, dann kannst du mich ja kündigen und ihn einstellen. Jetzt sei nicht so. Ist ja gut. Du bekommst auch eine Gehaltserhöhung. Naja, okay, Weihnachtsmann, dann hast du ja deinen Schlitten wieder, da brauche ich nicht mitkommen. Aber wozu der Feuerlöscher? Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich hat das was mit dem Kamin zu tun, weil das wird immer ziemlich... Egal, das brauchst du nicht wissen. Naja, dann wünsche ich dir mal einen schönen Heimflug und so. Und vielleicht kriege ich ja nächstes Jahr dafür noch mehr Geschenke. Tja, Julian, ich würde mal sagen, wenn du brav bist, dann bekommst du auf jeden Fall noch genügend Geschenke. Aber das wird bei dir, glaube ich, nicht klappen. Hey, Weihnachtsmann, das brauchst du nicht so laut sagen. Ist ja gut. Mach's gut. Ciao.